Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Stellar Blade. Ich spreche jetzt mal hier mit Adam. Ah, da bist du ja. Ich bin schon ganz aufgeregt. Können wir aufbrechen? Ich schaue jetzt noch mal kurz, was hier noch so ist. Okay, nee, also ich will schon... Ah, wer bist du ja? Mach ich mal weiter mit der Story. Ich bin schon ganz aufgeregt. Können wir aufbrechen? Schon gespannt, was hier für eine Musik läuft. Ach, verdammt. Der ganze Sand hat wohl den Motor geschrottet. Wir müssen zu Fuß weitergehen. Ist das in Ordnung für dich, Eve? Kein Problem. Unterstütz mich mit der Drohne. Na klar. Verlass dich auf mich. Ich bin auch noch da. Keine Sorge. Selbst erfahrene Scavenger können sich dort verlaufen. Aber wir haben ja eine Karte. Also passiert uns das nicht. Hier ist jetzt auch schon Central Desert, Wüstenmitte. Hier ist jetzt unser erstes Lager. Das soll ich gleich mal aktivieren. Mit diesem Lager scheint auch etwas nicht zu stimmen. Es scheint wohl ein Problem mit der Stromzufuhr zu geben. Das kennen wir ja schon. Könnte daran liegen, dass der Solarturm mitten in diesem riesigen Sandsturm steht. Eve, suchen wir nach den Sentinels hier. Vielleicht hilft uns einer von ihnen. Okay. Okay, da muss ich mal schnell schauen. Welches Outfit könnte ich jetzt nehmen? Für die Wüste. Wieder das? Oder das? Das hier habe ich ja auch noch gar nicht wirklich benutzt. Ich will das jetzt einfach mal kurzzeitig aus. Passt schon. Sie hat wieder keine Absätze. Aber irgendwie sieht das cool aus, was sie da an den Füßen hat. Diese Platten auf ihren Fußoberflächen. Ich will wohl da hinten zu den Ruinen auch reinkommen.
geht's erstmal hier hin. Okay, hier ist kein Gegner angeblich. Ich soll auch auf der Karte eigentlich gucken, nach diesem... Wahrscheinlich das, weil da ein Ausrufezeichen dran ist. Naja, hier ist einiges zu tun, das sehe ich schon, aber... Oh, da stehen auch schon Roboter. Trotzdem versuche ich jetzt mal, ob da irgendwie, ob ich in dieses Haus hier auch reinkomme. Ja, sieht so aus. Ob ich da auch rein kann. Oh. Oh, da regt sich ja gleich einiges. Das ist ja mal jemand Neues hier. Der sieht ja cool aus. Geldmaschine angewandt. Die Musik ist auch schon wieder schön. Schön entspannt. Kann ich da reinspringen? Ja. Oh, hier ist auch ein Lager. Das geht wahrscheinlich aber auch nicht. Oder? Doch. Oder auch nicht, nee. Na gut. Was könnte ich hiermit machen? Dieser Kiste. Kann ich die da runter? Brauche ich die da unten irgendwie? Hinten muss ich lang. Oh, nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Okay. Nein, ich muss da lang. Glaube ich mal. Obwohl das alles ein bisschen seltsam ist, weil... Oder da hoch? Wahrscheinlich das. Rückblick von Bewohner 246. Es ist zu viel geschehen. Die Nativas griffen an. Die Kolonie ist untergegangen. Das Ende der Welt ist nah und doch. Ich bin noch am Leben. Jetzt hat mich mein Glück wohl endgültig verlassen. Ach nee, bin ich noch am Leben? Jetzt habe ich... Dann wieder runter. Gut, dann mache ich mich einfach mal direkt zu der Stelle, wo ich auch hin soll. Oh, das sind drei auf einmal halt. Ich habe auch gar keine mehr von diesen Munitionen. Dann nehme ich halt das.
Hier versteckt sich so einiges im Sand. Offenbar. Nach der Beatrice sucht, muss hier irgendwo sein. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste unter Wasser. Ob wir die öffnen können oder ob die einen Code benötigt. Es bleibt spannend, wenn die Steuerung gerade mal. Okay, ich muss von der anderen Seite wohl ran. Oder? Nee. Komisch. Moment. Jetzt wollte es gerade und dann wieder nicht. Na toll. Jetzt aber. Ja, war klar. Eigentlich auch schon das nächste Lager. Ich kann jetzt ja trotzdem mal den Bitcoin einwerfen, dann ist es bestimmt aktiv, sobald der Strom wieder läuft. Upgrade-Modul bekommen. Das muss aber da unten eigentlich sein. Kann ich hier runter oder werde ich dann verletzt? Wahrscheinlich. Oh nein, das. Ich wollte gerade sagen, das war dann doch zu tief. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder beim Raumschiff. Nee? Okay, auch gut. Yeah.
fast schon erschrocken hier. Verwirrt, weil ach, wir sind an einer ganz anderen Stelle irgendwie. Ich muss dahin. Ach ne, wobei 43. Das muss eigentlich hier sein. Da oben oder? Kann man da überhaupt hoch? Kannst du mal versuchen. Oh. Aber ob das so sein soll. Nicht, dass ich hier gleich wieder sterbe. Ich laufe mal lieber. Ah, da unten. Okay, gut. Vielleicht hier runter oder ist das auch zu hoch? Ich erkenne das irgendwie nicht, wie hoch das ist. Ah, nee, gar nicht hoch. Okay, gut. Aha. Muss ich noch einen Test bestehen? Ja, es kann keine Ausnahmen geben. Dann lass uns gleich anfangen. Hat jetzt irgendwie nicht besonders viel Schaden gemacht an ihr scheinbar. Der Ort hier ist noch tiefer und dunkler als der letzte. Bitte, sei auf der Hut. Oh, noch tiefer und dunkler? Das scheint ja, dann muss es ja richtig. Dann muss es ja richtig tief und weit da unten weitläufig sein, weil der letzte Ort war ja schon richtig groß, eigentlich unterirdisch. Ich hätte jetzt schon gedacht, anhand der Karte hier, dass es gar nicht so groß ist, aber dann bin ich ja mal gespannt. Eine Klinge, wie ein altes Lavor. Und auch kein Drohnenscanner. Lilly, du übernimmst für Adam? Ja, er repariert wieder den Tetrapod. Ah, alles klar. Ich weiß, dass ich bei dir in guten Händen bin.
Emergency Exit, Notausgang. Ja, also scannen kann ich nicht. Gleich mal auswählen, was ich jetzt hier für ein... Oh, nee, Moment, warte mal. Wieso ging das dann jetzt nicht mit Munition auffüllen? Ach so. Well. Ich habe nämlich eigentlich so gut wie keine... Ja, wie soll das jetzt gehen, wenn ich keine Munition habe? Ich habe ja nichts. Gerade mal... Wobei, wahrscheinlich ist es... Vielleicht wird nur die Railgun-Munition aufgefüllt. Das kann natürlich auch sein. Kann ich ja jetzt eben nochmal nachgucken. Ich habe jetzt... Ne, ich habe auch 50. Komisch. Gut. Wir müssen zu diesem Lüfter. Oh. Okay, aber vielleicht kann ich wenigstens hier das Lager aktivieren. Das sieht ja eigentlich schon mal gut aus, dass das leuchtet. Ja. Was haben wir hier für einen Schnellreisepunkt? Lüftungssektor. Mhm. Hier gibt es aber nichts Neues. Hm, ja. Einmal speichern. Und einmal kurz zum Skillbaum. Es geht nämlich in letzter Zeit so schnell, dass wir da was freischalten können. Okay. Es wird wahrscheinlich nicht leicht sein, weil der Wind uns quasi wegweht. Komisch. Gut, vielleicht. Aber darunter kann ich auch nicht. Wie könnte ich das machen? Achso, es geht aber. Oh mein Gott! Hier findest du einen Weg nach oben. Da geht schon wieder los jetzt. Es geht schon wieder los. Ein Weg nach oben. Hier lang. Wo? Okay, und jetzt? Ach so. Sehr gut, noch rechtzeitig geschafft. Ich schalte irgendwie das Sicherheitssystem aus. Aber wo muss ich denn da hin? Ich sehe ja gar nicht. Scannen kann ich auch nicht, das heißt, ich sehe auch nicht, woran ich mich festhalten kann. Wahrscheinlich da nur rechts an der Wand, oder? Vielleicht. Nein. Okay. Ich verstehe. Hier drüben! Beeilung! Oh Gott. Give me a second. Okay, und jetzt? Wo kann ich mich daran festhalten? Da geht's ja bergab. Oh Gott, der hat sich gerade festgehalten. Das ist gut. Da liegt jemand. Kann ich da... Oh, Moment, ich warte mal kurz. Oh, wobei doch. Das ist ein Hai! Jag ihn hoch! Das was? Wo? Das sollte ich sicherlich abschalten. Was soll ich hochladen? Jetzt ist irgendwas passiert. Ich glaube, ich bin abgestürzt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Wieder ganz am Anfang. Wow. Diese gelben Markierungen helfen einem aber wohl.
auch den Weg zu finden. Vielleicht sollte ich einfach darauf versuchen, mal ein bisschen zu achten. Und jetzt? Oh nein, ich hätte gedacht, ich komme da noch durch. Mann. Jetzt aber. Oder nicht? Muss ich nicht da lang? Doch. Da lang. Boah, das haben die extra mit Absicht so gemacht, dass sie sich dann doch noch da festhält. Okay, was meintest du, soll ich zerstören? Alles am besten, aber das ist gar nicht gut. Ich erkenne auch gar nichts mehr. Da ist noch eins übrig. Ich glaube, ich muss erstmal versuchen. Geht das überhaupt? Ja, okay. Hat es jetzt was gebracht? Die Sägeblätter haben angehalten. So, scannen kann ich ja nach wie vor nicht. Muss ich mich dran gewöhnen, weil ich sonst immer scanne. Okay, geht's hier runter? Oh, bisschen tief. Aber irgendwie sieht's auch ein bisschen aus, als könnte man da sich festhalten, aber wahrscheinlich nicht. Ich riskiere es jetzt erstmal nicht, aber hier ist wieder ein Lager. Sehr gut, dass ich das erstmal wieder aktiviere. Mal speichern, dann kann ich gleich meine Munition auffüllen, sehe ich auch. Tötet die Mother Sphere. Androiden regnen auf unsere Erde. Sie kommen wieder und wieder und wieder. Sie sind die Engel des Todes. Sie werden uns alle töten. Unser Plan ist die einzige Hoffnung. Wir müssen uns weiterentwickeln. Das ist die einzige Antwort. Diese Maschinen werden uns übernehmen. Wir müssen uns weiterentwickeln und die Maschinen mit der Macht des Lebens zerstören. Tötet Mother Sphere, tötet die Androiden, tötet alle Maschinen. Lang lebe die Befreiungsfront der Menschheit. Für die Menschheit, für das Leben, für die... für Blut. Ja. Wo könnte ich damit hin? Oh, Moment. Ah, okay, ich habe gerade gesehen, dass es da hoch geht. Aber schaue ich nochmal hier, was ist mit der Tür eigentlich? Oh je, okay, na gut, dann ist das wahrscheinlich hier nur optional, aber dann mache ich das mal kurz. Genau, gab es sowas zum Einsammeln? Drohnen-Upgrade-Modul. Das übernehme ich dann sogar jetzt auch gleich noch Möglichkeit, weil dann habe ich nämlich drei, dann habe ich alles freigeschaltet. Aber das geht hier nicht, das heißt, ich muss wieder zurück zum Anfang. Das mache ich dann aber jetzt trotzdem auch mal schnell. Oder kommt man da nicht hoch? Doch, hier. So, und hier kann ich das jetzt vielleicht kurz mal auswählen. Genau, jetzt habe ich nämlich drei und kann das dann machen und dann habe ich alles. Mehr geht ja dann hier jetzt nicht. Ob es hier noch irgendwas versteckt gibt, sieht eigentlich auch nicht so aus.
Gut, dann mal weiter. Closed Lobby, geschlossenes Foyer. Oh. Da kommen wieder diese Dinger raus. Habe ich jetzt eigentlich meine Munition eben aufgefüllt? Ich glaube nicht. Railpatronen. Okay, es füllt leider nicht die Sprengpatronen mit auf. Oder muss ich die kaufen? Es kann natürlich auch sein, dass sie nie aufgefüllt werden, sondern ich die kaufen muss. Macht aber auch nichts, dann macht es doch einfach. Ich glaube, das ist der Fall, ja. Rätsel gelöst. Okay. Ja. Noch, da kriegt ja noch was. Jetzt haben wir hier gar nichts. Oder doch, da kann man hoch. Okay. Ein Bitcoin-Tipp. Begib dich zum Kontrollraum und finde eine Steuertafel, mit der du das Tor bedienen kannst. On my way. Mal schnell umschauen, aber da ging es jetzt. Wir müssen das mit ihm. Oh mein Gott. Wie das ist einfach so hinter der Ecke hervorgeschossen kommt immer. Okay, was wollte sie jetzt sagen? Jetzt habe ich nicht. Jetzt hat sie es nicht zu Ende geführt. Ich glaube, über die Schwelle komme ich ja mit dem Ding nicht. Weder zurück noch vor. Das erinnert mich an das Labor. Okay, also. Es muss doch irgendwo eine Steuertafel für das Tor geben. Dann gehe ich ja doch erstmal versuchen, ob es hier weitergeht, weil. Oh, das sieht ja auch schon wieder gut aus. Dieser Ort. Hier stimmt doch was nicht. Ich glaube, du hast recht. Bestimmt versteckt sich hier etwas. Ja. Deswegen halte ich mich mal bereit. Oh, wow. We don't like. Und was soll ich jetzt machen? Also worauf kann ich jetzt irgendwo drauf schießen oder so? Ach so, ich soll nur wieder gegen diese Dinger kämpfen. Oh. Ja, okay. Werden die auch von den Laserstrahlen getroffen? Not sure. Sehr gut, das war nicht allzu schwer. Wir sind sicher. Oh, ist das eine Outfit-Kiste? Designmuster planetarischer Diving Suit. Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht wissen will, was dahinter ist. Oh. Wo sind wir denn hergekommen? Also wir sind da eigentlich. Es gibt nur diese eine Tür, okay. Ja. Dadurch, dass man halt nicht scannen kann, weiß ich auch nicht, in welche Richtung ich dann am Ende wirklich laufen muss. Aber wahrscheinlich kann ich jetzt hier getrost weggehen. Das war wahrscheinlich alles, was ich hier machen musste. Oh.
Und das hat doch gerade sagen. Ich hab das schon gehört. Dann würde ich jetzt vielleicht sogar direkt mal meine Munition wieder auffüllen, solange ich hier noch in der Nähe bin. Ach, und dann kann ich auch vielleicht... Nee, das geht nur in der Reparaturkonsole schon wieder mit dem Suit. Aber dann mache ich das jetzt nochmal, weil mich würde wirklich interessieren, wie das Outfit aussieht, das wir gerade gefunden haben. Dafür nehme ich diesen Weg nochmal kurz in Kauf. Der ist ja nicht allzu lang. Okay, wir werden sehen. Nanosuit. Ah, hier, der war's. Ja. Ich rüste den auch mal aus, glaube ich. Der ist, was in der Community angeht, so wohl angeblich ziemlich beliebt. Aber ich glaube, den gibt es auch noch ohne Jacke oder so. Da finde ich den dann auch noch cooler, wahrscheinlich. Aber mal was anderes. Interesting, interesting, ja, interesting. So, da waren wir schon. Statt dem Tor hat sich ein Lüftungsschacht geöffnet. Ein Lüftungsschacht, okay. Kommt man da auch rein? Ist das irgendwie auf? Nein. Ah, vielleicht war das gemeint, dass sich das geöffnet hat. Oh nein, ist schon wieder irgendwer. Richtung. Ging es hier weiter oder wo? Ich glaube ja hier. Gut, aber dann fülle ich jetzt auch nochmal meine Munition wieder nach, wenn ich jetzt auch an der Tür hier vorbeikomme schon. Und brauche es immer, dann kann ich genug davon haben. Oh, geht schon wieder gut los. Haben wir hier auch nochmal Munition auffüllen? Ja gut, dann hätte ich es ja eben nicht gebraucht. Oh, das sieht ja wieder sieht gut aus. Wie der Ort von vorhin. Kapselsammlung. Sieht eher nach einer Fabrik aus, als nach einem Labor.
Risky. Okay, wird das sich auch absenken? I don't know. Wahrscheinlich schon. Die gehen alle nach unten. Man muss einfach schnell sein. An sich ist es ja auch nicht so schwer, aber... What the hell? Who is this? Ich glaube, ich will jetzt mal eben das aus. Noch jemand? Der da hinten. Die Patronen so weit reichen? Natürlich nicht. Gut, dann warte ich mal lieber noch, bevor ich die jetzt hier verschwende. Vielleicht von hier? Nope. Und wohin jetzt? Wahrscheinlich da hoch, oder wie? Oder darüber? Vielleicht bin ich auf der falschen Seite. Oh, not good. That's good to know, that can happen. Da wähle ich doch mal wieder die aus. Und jetzt? Das wäre geschafft. Ach ja, Leute, also man kann echt sagen an dieser Stelle nochmal, schaut euch das doch mal an einfach. Das ist einfach irgendwann mitten im Game so eine Stelle einfach. Und ich finde, das zieht sich ja durch. Das Spiel ist ja auch nicht super kurz so. Also es ist einfach echt ein cooles Spiel. Die haben so viel sich überlegt und es ist einfach so gut gemacht. Die ganzen Designs und alles. Also ich finde es wirklich cool. So, hier kann ich jetzt auch noch mal speichern. Und ich mache ganz, ganz kurz eine Pause und bin gleich wieder da. Und weiter geht's. Oder bin ich hierher gekommen? Warum sieht es schon wieder so aus wie immer? Und so ähnlich aus. Ist auch zu. Wir brauchen eine Steuertafel. Zum offenen Tor.
bin gerade mal noch so ausgeglichen, weil ich so schnell unterwegs war. Da oben ist wieder ein Lager. Und Munition. Kann ich nicht auffüllen. Eve, hast du das gesehen? Auf der anderen Seite wimmelt es von Nativas. Aber das sieht nach dem einzigen Weg rein aus. Ich finde heraus, ob ich das Tor öffnen kann. Oh, Moment, da kann ich ja gar nicht rein. Deswegen ist das hier so zerstört. Raffi, Raffa, es tut mir leid, Administrator. Unsere Koordinaten wurden von den Landetrupps der Mothersphere erfasst. Die Versuchsobjekte sind noch immer instabil. Die letzte Kombination ist verstanden. Es ist nichts weiter. Ich habe verstanden. Der Sieg der Befreiungsfront der Menschheit hat oberste Priorität. Er hat seinen Preis. Die Androidenarmee der Mothersphere ist mächtig. Die Befreiungsfront der Menschheit muss sich weiterentwickeln. Wenn wir uns nicht weiterentwickeln, werden wir gefressen. Huch. Na also, zurück zum Tor. Ja, das hoffe ich auch. Ich denke schon. Oh. Jetzt habe ich keinen mehr davon, aber ich nehme mal. Ich nehme einfach mal das. Noch jemand übrig? Möchte noch jemand? Na gut, dann fülle ich meine Munition jetzt aber mal schnell nochmal auf. Ach so, beziehungsweise hier im Shop auch die andere. Oh nein, das wollte ich nicht. Hier, Moment. Shop. So. Munition. Achso, das habe ich voll. Ja, alles voll. Oh, Moment, ich schau noch mal, was habe ich genügt? Ja, okay, alles klar.
kann den Ausgang auf der anderen Seite sehen. Aber... Das wird nicht einfach. Lilly, los geht's. Okay, Lager aktivieren, weil wir bestimmt hier mal sterben werden, dass wir direkt hier wieder respawnen. Ich wünsche mir für ein Update mehr Liedauswahl im Lager. Das wäre schön. Das ist nämlich sehr eintönig leider auf Dauer. Das ist etwas, das ist eins der sehr wenigen Dinge, die ich an dem Spiel kritisieren würde. Das ist ja eigentlich auch kein wirkliches Kriterium, das ist nur ein Wunsch. Das hier schaltet das Sicherheitssystem ab. Okay. Was soll ich jetzt tun? Ich muss jetzt da wirklich einfach... Die Temperatur steigt schnell an! Okay, und wie kann ich jetzt... Ich schaff das schon. Nein, tue ich nicht. Ich schaffe es nicht, weil ich gar nicht weiß, wo ich hingehen soll. Ach, ich muss da drüber springen, während das dann kommt. Okay, verstehe, wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal so sagen. Nein. Ich habe ja gesagt, wir werden sterben. Okay, kleiner Moment. Oh, nee, das war auch nicht so. Wollte ich. Ah, Moment, ich habe mal eine Idee. Ich mache es nochmal anders. Vielleicht. Weil ansonsten... Oh nee, das geht ja gar nicht. Nochmal zurück. Das ist ja viel zu hoch. Da kann ich ja gar nicht drüber springen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ah, okay, ich verstehe. Doch, jetzt habe ich noch gelesen. Ich kann mich ja auch immer daran herabhängen lassen. Dann mache ich doch das mal eben. Jetzt muss ich mich nur beeilen. Okay, und jetzt? Ich hänge mich noch mehr herab, vorsichtshalber. Ah, hier kann ich, hier bin ich auch richtig. Okay, und jetzt? Also so weit rüber komme ich doch nicht. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass ich da rüber springen kann. Soll ich es ausprobieren? Ich probiere es jetzt einfach aus. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das war so irgendwie... Ja, das bin ich aufgefallen. Dann mal eben überprüfen, wo die Laser hier langlaufen. Ich muss da runter, nehme ich mal an. Erstmal wieder abhängen lassen für alle Fälle. Dann muss ich eben wieder hoch und dann. Und wohin geht's dann? Darüber? Wahrscheinlich. Ja, okay, jetzt bin ich aber an keiner guten Position, oder? Doch. Ist in Ordnung wohl. Was ist denn da hinten? Wohin muss ich denn jetzt? Also da sowieso, aber was ist hier? Da ist ja auch irgendwas. Naja, egal. Ich versuche erstmal da. Aber wie... Nee, da komme ich jetzt so auch nicht hin. Sehe ich gerade. Okay. Ah, okay, I see. Ich hatte wirklich Angst. Dann auf zum Tor auf der anderen Seite. Oh, es wird grün. Fürs Warten. Brechen wir auf? Cool. Zu spät. Wir sind schon da. Was? Wie? Ist das Sicherheitssystem nicht online? Adam, kannst du überprüfen, wie nah wir an der Hyperzelle sind? Moment. Die Hyperzelle ist direkt hinter dem Forschungslabor.
Mist. Der Forschungstrakt ist eingestürzt. Können wir nicht einfach den Rest des Weges schwimmen? Nein. Das Wasser steht unter Starkstrom. Das endet tödlich. Und was jetzt? Wir müssen anscheinend alles nutzen, was uns zur Verfügung steht. Sieht cool aus auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir mal rausfinden, wo es hier weitergeht. Also hier wahrscheinlich nicht. Okay, wird es jetzt noch schwieriger gemacht, oder was? Langsam oder lieber schnell? Den soll ich nicht fahren. Da liegt ja auch noch Zeug. Frage ist, hier komme ich wieder hoch, wenn ich da jetzt runter? Obwohl, ich glaube, das geht sogar. Da hinten liegt auch noch was. Glück gehabt, aber jetzt sehe ich schon wieder irgendwie nicht so richtig, wo ich sehe einfach nichts irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Es ist irgendwie so dunkel, ich weiß, ich sehe nicht, wohin, aber ich glaube, ja, okay, das passt. Jetzt einmal da hoch und hoffentlich greift sie sich da auch fest. Ja, okay, gut. Ich würde gerne speichern, bevor ich jetzt weitergehe, aber ich geht nicht, weil sonst muss ich ja wieder dahin zurück. Na gut, ja, wir können nur hoffen, dass ich schnell genug weiß, wo ich hin muss. Okay. Das war gut. Ah, hier mal. Ah, nein, das ist doch richtig. Okay. Gehen wir nach oben, nochmal nach oben. Aber noch. Dieser Remix von dem Lied, was wir als erstes hier im Spiel hatten. Cool. Das ist auch eins meiner Lieblingslieder von dem Spiel. Okay, springe ich jetzt erst darüber oder springe ich direkt darüber? Wir müssen wahrscheinlich da hoch, aber da ist ja wahrscheinlich auch noch irgendwas versteckt. Was versteckt? Etwas, das wir nicht haben wollen. Ah, hier doch eine Kiste, die wollen wir. Mit Code? Nein, das ist okay, aber das hatte ich noch gar nicht, das Rätsel, oder? What the fuck? Das geht ja mal übelst schnell. Moment. Sehr gut. Das ist eigentlich ganz cool, dass diese Art von Challenge, Rätsel, wie auch immer man das nennen will, ist ja kein Rätsel in dem Sinn. So, okay, da kommen wir wieder hoch. Oh mein Gott, ich wollte ja gerade, okay, ist wohl doch richtig. Ich dachte gerade, es stürzt jetzt alles ein und ich dachte so, ich wollte da doch jetzt gerade hin. Ah cool, schaut mal, da drüben ist wieder so ein Roboter. Dingsbums, Maschinchen. Oh scheiße, ich habe kein Schwert, muss ich das so machen. Okay. Trinksystemerweiterungsmodul, wie viele gibt es denn davon noch? Haben wir schon mit 6? Dem Seil sollten wir zum Eingang des Forschungsgebäudes kommen. Okay, soll ich da jetzt runter oder? Nee, ich guck mich noch mal weiter um, oder? Da ist doch noch bestimmt was.
mal schön langsam mit den Pferden. Zum Eingang das. Ich guck noch mal kurz, was die meinen. Achso, okay, wahrscheinlich ist es einfach eine Abkürzung, dann wenn man. Ja, alles klar, auf dem Rückweg sozusagen. Dann erstmal jetzt hier rüber. Und jetzt? Where to go next? Darüber ans Seil etwa, oder wie? Oder kommt dieses Ding hier hoch? Okay, das kommt hier hoch. Oh mein Gott! Nein! Wo sind wir jetzt? Oh, ich bin halber tot. Mein Gott, das ist einfach so cool, dieses Spiel. Mhm. Ich hab schon wieder... Oh Gott, jetzt hat's aber geklappt. Ich wollte gerade sagen, ich hab schon wieder zu doll gedrückt. Wohin geht das denn jetzt hier eigentlich? Was muss ich wohl? Muss ich hin ans Seil bestimmt, oder? Mhm. Und dann darüber. Es gibt nur so ein paar Sachen, die finde ich ein bisschen schwierig bei der Steuerung. Also einmal am Seil schwingen finde ich nicht so. Das habe ich irgendwie noch nicht rausgefunden, wie man da die Richtung so richtig präzise einlenkt. Und halt unter Wasser ist es genau dasselbe auch. Da finde ich es auch schwierig so mit der Lenkung. So. Oh. Hm. Hier waren wir ja, das, da sind wir gerade hergekommen, oder? Genau. Es war so klar, dass da einer steht. Deswegen habe ich extra schon so vorsichtig hinter die Ecke gelugt. Okay, da habe ich jetzt gedacht, ich habe nicht zwei erwartet, ich dachte, einer reicht. Hoch geht's nicht, oder wie? Doch, hier. Das ist eine gelbe Markierung. Aber irgendwie über mir auch. Da hinten. Mal schauen. Ah, okay. Das geht nach oben. Die Markierung meinte ich, aber die geht also darüber, nicht von unten. Und da hinten, da war ich schon. Genau, da bin ich hergekommen. Haben die wirklich übernommen, da von Star Wars Jedi Survivor Dingsbums. Okay, Moment, nach links. Ist einfach 1:1 irgendwie so. Ah, ich muss aber nochmal darüber, oder? Ist da noch was? Da war doch noch was. Okay, dann versuche ich das jetzt nochmal. Okay, geschafft. Noch ein bisschen weiter links. Aber da unten? Nee, was haben wir da? Okay, da sind so Dinger. Ah, da hätte man aber dann auch hochgehen können. Okay. Sozusagen, man umgeht die nur, okay. Okay. Dann einmal bitte schwingen. Präzise bitte. Ich gebe mein Bestes. Okay. Okay, geschafft. Dann kann ich die vielleicht nämlich auch von hier unten. Nee, das kann, ich kann leider nicht tiefer zielen als so. Dann erwische ich die von hier oben auch so nicht. Hm. Ja, dann. Nehme ich mal die Leiter. Ja, und diese bunten Inhalte aus den Kisten und überhaupt die Kisten an sich, die sind ziemlich inspiriert von God of War. Ist auch cool. Ob der wohl die anderen ansteckt, die da noch rumschwirren, oder? Ne, die waren ja auch über uns. Ist ja gar nicht hier. Na gut. Wo sind wir jetzt? Orientierung so langsam verloren. Diesen ganzen Geklettere. Ich schau nochmal. Wahrscheinlich ist es aber nur die Fläche, wo wir gerade waren. Ja. Und höher geht's nicht. Nee.
Ich weiß halt gerade noch nicht mal wirklich, wo wir hin müssen oder was das Ziel jetzt ist hier. Ich habe schon vergessen. Wow, oh. Wie hast du das geschafft? Du lässt dir einfach immer was einfallen. Echt klasse, Eve. Thanks. Well. Gut. Hier ist alles noch closed. Hier, wer versteckt sich hier wieder hinter den Türen? Da, okay. Ein Versorgungslager. Sehr schön. Oh. Sammeln wir uns einen Moment. Das sieht nach Bosskampf aus. Mhm. Bosskampf inklusive letzte Hyperzelle. Ich glaube, es ist die letzte. Es müsste ja die dritte sein. Was haben wir hier für eine Herz der Kontamination. Fähigkeiten vielleicht. Aber was haben wir denn noch? Was haben wir mit zwei Skillpunkten? Tachi, hier gibt es was mit zwei. Oder Schub. Hier ist nichts mehr mit zwei übrig. Ich weiß auch nicht, wenn eigentlich Schub irgendwie funktioniert das besser als das mit Tachi. Dann nehme ich das da oben vielleicht. Das geht aber auch wieder nicht, dass das besser ist. Was haben wir hier? Ich müsste das halt echt mal irgendwie öfter benutzen. Ich weiß nicht, das sind so Tasten, die ich irgendwie nicht so drücke. Das habe ich ja schon öfter gedrückt, also mache ich einfach das. Okay. Und alles auffüllen und dann letztes Mal kurz beim Shop gucken, dass ich wirklich alle Munition voll habe. Ja, alles voll, dann kann es losgehen. Heart of the Contamination. Wahrscheinlich haben sie auch noch was sich von Resident Evil inspirieren lassen, zum Teil. Es gibt ja auch noch so. Genau, der, gegen den wir schon gekämpft haben. Nehme ich das oder das? Ich glaube, ich nehme erstmal das. Es hat sich wohl von der Hyperzelle ernährt. Keine Sorge, ich kenne mich aus. Oh Gott, das ist aber. Oh nein, der und die wieder. Nee, das funktioniert so nicht. Da muss ich doch erstmal so. Shit. Oh wow, tada, stark. Okay, aber der... Ich weiß nicht, ob ich mein Leben vielleicht lieber mal direkt auffüllen sollte, bevor ich gleich irgendwie... Oh, we did it already. Der ist echt nicht so schwer, der Boss. Sehr gut. Sehen wir uns die Hyperzelle an. Dieser Boss ist nicht so schwer wie erwartet, das stimmt. Lass mal alles einsammeln kurz.
Waffenkern. Okay. Die Hyperzelle ist intakt. Da war auch ein Vermächtnis. Als hätte man es für uns absichtlich hier platziert. Es wird immer seltsamer. Bin gespannt. Spielen wir es ab. Tag 78 nach dem zweiten Absprung, 8. Aufzeichnung. Vermächtnisbericht Raven. Ich fand wichtige Aufzeichnungen zur Geschichte der Menschheit. Ein Krieg, der von Mothers 4 entfacht wurde, besiegelte bekanntermaßen das Schicksal der Menschheit. So wurde die Erde zur Heimat der Androades. Die Androades ernannten sich zur neuen menschlichen Spezies. Diese neuen Menschen machten unter der Führung der Mothers 4 enorme Fortschritte, die die gesamte Menschheit voranbrachten. Und die überlebenden Menschen, die echten Menschen, retteten sich in eine unterirdische Einrichtung. Angeführt von Raphael Marx warteten hier einige in dieser Einrichtung auf eine Gelegenheit zum Gegenschlag. Dort entwickelten sich die Menschen weiter, um genug Kraft zu haben, sich den Androiden entgegenzustellen. Das Ergebnis von Gentechnik und einer schnellen Evolution. Wesen, die alles verloren haben, abgesehen von ihrer Stärke und ihren Überlebensinstinkten. Sie wurden letztendlich zu Monstern. Die Monster, die wir bekämpfen, sind die Natives. Natives? Das waren Menschen. Die wir bisher getötet haben. Das waren alles Menschen? Ich kann es nicht glauben. Aber diese Produktionsstätte wurde eindeutig für Natives errichtet. Wenn die Natives Menschen waren und wir die gegen die Menschen kämpfen, dann sind wir... Androades? Sind wir Androades? Diese Kreaturen wurden erschaffen von keiner anderen als Mothersphere. Nein, wir sind Menschen. Mit vollkommenen Körpern im Einklang mit Maschine und organischem Gewebe. Die Natives aber sind unvollständig, denn sie bestehen nur aus organischem Gewebe. Sie können sich nicht an verschiedene Umgebungen anpassen. Sie können nicht mal im Weltall überleben. Aber was, wenn wir dazu erschaffen wurden, solche Fehler zu beseitigen? Wow. Aber warum hat Mothers 4 uns das vorenthalten? Ich muss nachdenken. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier allein zu einem Ergebnis kommen. Ich halte es für das Beste, wenn wir das alles mit Orkel besprechen. Ja, tun wir das. Wow, jetzt sind wir ja schon wieder in Zion. Ich wollte doch noch ein bisschen in der Wüste umher. Naja, muss ich da wieder hinreisen. Hier. Exzellente Arbeit. Hey, Eve. Ich mach das schon mit der Hyperzelle.
Orke. Ich spüre, du würdest mich gern etwas fragen. Vermutlich warst du in der Bibliothek in Levoir. Wir möchten die Wahrheit erfahren. Ja, das ist eine lange Geschichte. Wir sind sicherlich menschlich, doch das war vor nicht allzu langer Zeit noch nicht der Fall. Es ist wahr, dass jene, die vor uns hier waren, verantwortlich für die Erschaffung von Mother Sphere sind. Die, die wir heute als die letzten Menschen bezeichnen. Sie erschufen uns, die Androides, mit Hilfe von Mother Sphere. Und für eine Zeit lang lebten wir in einer Art Symbiose zusammen. Dann sind wir Androiden. Wir wurden erschaffen. Nur, wieso? Wieso hat Mother Sphere... Niemand kennt den Grund. Doch irgendwann traf Mother Sphere eine Entscheidung. Das Überleben der Menschheit hing von einer Neuorganisation der Spezies ab. Und dieser Konflikt führte zum Krieg. Letztlich zur Auslöschung der überlebenden Menschen. Unmöglich. Die wenigen, die der Zerstörung entkamen, zerstreuten sich. Doch einigen gelang es, in den Ruinen Unterschlupf zu finden. In Levoir. Ursprünglich gedacht als eine Einrichtung, in der die Menschheit genetisch weiterentwickelt werden sollte. Die Lebensspanne der überlebenden Menschen war nur sehr kurz. Diese Einrichtung war die Geburtsstätte dessen, was wir heute als Nativas bezeichnen. Die Aufzeichnungen im Vermächtnis sind allesamt wahr. Wir führen schon die ganze Zeit einen Krieg gegen unsere Vorfahren. Nun, mein persönlicher Link hat sich auf einen ziemlich großen Bereich ausgedehnt. Der nächste Alpha Nativa ist nicht auf der Erde zu finden. Also, was habt ihr jetzt vor? Aber das ändert nichts daran, dass Nativas unsere Feinde sind. Na schön. Wir haben viel erreicht. Wir geben nicht auf und öffnen das Nest mit dem Omega-Kern. Gib mir den Standort des Alpha Nativas. Wie du wünschst. Wenn ihr wiederkehrt, erzähle ich euch den Rest der Geschichte. Aber vermutlich wäre es besser, das direkt aus dem Mund des Ältesten zu hören. Irgendwas mit Lilly freigeschaltet, glaube ich, oder so. Oder es bedeutet, dass eine Frisur freigeschaltet wurde, ich weiß nicht genau. Also, es hat ja auch eine ganze Weile gedauert, bis dieses Symbol jetzt voll war und mit der Leiste ist. Deswegen bin ich mal gespannt, was das jetzt dann bedeuten soll. Muss ja etwas Größeres sein, vielleicht. Also, heißt das, du verlässt uns? Mhm. Ich werde nach weiteren Informationen suchen. Verstehe. Das nächste Ziel ist der Orbit Lift. Am Ende des Orbit Lifts muss sich der Alpha Nativa aufhalten. Wie am Ende des Orbit Lifts? Du meinst im Weltraum? Ja, das meine ich. Orbit Lift Nummer 4 hat bis vor kurzem noch gut funktioniert. Aber dahin zu kommen wird nicht leicht. Dort wimmelt es schon lange nur so von Nativas. Ich denke mir mit Hilfe der Kartendaten einen Infiltrationsplan aus. Eve, du und Lilly solltet gut vorbereitet sein, bevor ihr aufbrecht. Ja, was haben wir denn jetzt hier noch so? Ah, Moment. Ich mal dahin vielleicht.
Das war ja immer gesperrt. Darf ich da jetzt etwa hin oder wie? Oh, wow. Ich darf den Aufzug benutzen. Exil's Passage. Komisch. Warum verschwendest du deine Zeit mit dieser Verrückten? Ich konnte nicht anders. Wenn du dir die Geschichten von jedem in Zion anhören willst... egal, ist nicht zu ändern. Also, kümmern wir uns darum. Bin ich jetzt wieder in der Wüste? Gehen denn jetzt hier mal langsam diese... Lager oder ist da immer noch kein Strom drauf? Nee, ist immer noch kein Strom. Na gut. Ich möchte gerne den Tipp nochmal aktivieren, aber jetzt ist wieder weg. Aber wenn ich jetzt denn hier in der Wüste habe, bin ich. Okay, weil hier ist noch so viel zu tun gewesen. Deswegen muss ich jetzt echt mal hier von. Eins nach dem anderen irgendwie einsammeln oder abklappern. Ich fange vielleicht mal damit an, weil der aktiviert, glaube ich, dann nämlich die ganzen Desolator. Eine Nativer-Präsenz unter dem Sand geortet. Die wandern hier auf der Suche nach Beute umher. Pass unterwegs auf. Oh. In der Richtung. Oh, und hier ist ein Roboterchen. Hallo, nicht weglaufen. Ich will dich doch nur töten. Oh, die Zion. Die Zion. Die Sentinels veröffentlichen eine Liste von koloniefeindlichen Organisationen, darunter das Befreiungsbündnis von Zion. Der Dekret können... Nee, per Dekret können an die koloniale Organisationen, Propaganda und Anstiftungen zur Revolution mit Verbannung gestraft werden. Die Sentinels haben eine Liste von koloniefeindlichen Organisationen und ihren kriminellen Aktivitäten veröffentlicht. Bekanntermaßen haben sie auf unterschiedlichste Art und Weise gesellschaftliche Unruhen gestiftet, angefangen von kleinen Taten wie der Verbreitung von Gerüchten bis hin zu schweren Vergehen wie Terroranschlägen und Attacken. Den größten Schock löste die Nachricht aus, dass das Befreiungsbündnis von Zion ein Attentat auf den Propheten Orkel verübte, während er den Plaza und das Exils Passage inspizierte. Die Verbrecher werden noch gejagt, aber die Situation wird immer angespannter, da es den Behörden nicht gelingt, die Verbrecher ausfindig zu machen. Die Gewalt gegen die Kolonie führt zu zivilen Unruhen, zerstört den Zusammenhalt der Bürger und gefährdet den bedeutenden Gemeinschaftssinn von Zion. Wir hoffen auf eine zügige Reaktion der Sentinels und fordern die Bürger auf, sich nicht von der Propaganda und Hetze dieser koloniefeindlichen Organisation beeinflussen zu lassen. Der Kolonie aus. Das war einst ein dichter Wald. Von oben sah es fast aus wie ein Meer. Hat der Krieg alles zerstört. Mhm.
Hier ist eine Telefonzelle. Ups. Ach shit, ja, das geht dann auch nicht. Kein Strom für gar nichts, solange nicht der Solarturm aktiviert ist. Oh, ich komme da nicht rüber, oder wie? Doch, jetzt. Ja, Leute, ich wollte mich mal kurz hier vor dem Schild platzieren und sagen, dass ich für diese Folge dann wieder Schluss machen würde, weil die ist jetzt schon ziemlich lang geworden. Und ja, schaltet doch einfach wieder ein für die nächste Folge, wenn es hier weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.